Jeder erfolgreiche Mensch liest Bücher, Self-Help-Bücher. Doch warum sagen diese Menschen, dass diese Bücher sie erfolgreich gemacht haben und wir selber lesen sie und bleiben erfolglos? Warum ist das Lesen für uns Zeitverschwendung? Ich persönlich habe mein erstes Self-Help-Buch vor über 6 Jahren gelesen und Monate, fast jahrelang keine Erfolge gesehen. Doch würde ich dieses Video machen, wenn ich den Fehler nicht gefunden und behoben hätte? Ich zeige dir gleich, wie du aus Zeitverschwenden Zeit investieren machst und gebe dir vorher sogar noch die Lesetechniken von 2 Milliardären mit an die Hand, damit du heute anfangen kannst, erfolgreich zu lesen und keine Zeit mehr verschwendest. Mein Name ist Nils Langer und ich wünsche dir viel Erfolg mit Inhalten aus diesem Video. Fangen wir an mit der Lesetechnik von Elon Musk, Semantic Tree. Das, was er als Lesetechnik beschreibt, war die Lernmethode, die ich im Abi genutzt habe und die mir vor allem in Fächern wie Biologie sehr weitergeholfen hat. Seine Methode ist, dass du dir erst das Große und Ganze anschaust, bevor du dann ins Detail gehst. Als er beispielsweise sein Unternehmen SpaceX aufgebaut hat, hat er sich erstmal Bücher zur Physik gekauft, um zu gucken, wie Gravitation funktioniert, wie das Universum aufgebaut ist und so weiter. Dann erst ging er zu Raketen über, dann Raketentriebwerke und dann zum Schluss erst, wie man sie fliegt. Diese Technik lässt sich vor allem gut anwenden, wenn du dir nicht nur ein Buch zu einem Thema durchliest, sondern mehrere. Denn dann kannst du erst mit einem Allgemeinbuch anfangen und danach immer spezifischer werden. Außerdem sagt Musk, dass er sich gerne in vielen verschiedenen Themen weiterbildet. Er hat nicht nur Kenntnisse in Physik, im Unternehmertum und in der Elektrik, sondern auch in vielen weiteren Bereichen. Und dieses Wissen hat ihm dabei geholfen, dahin zu kommen, wo er heute ist. Also wenn du dich mit einem neuen Thema auseinandersetzt, verstehe erstmal das Große und Ganze und gehe dann ins Detail und bilde dich vor allem in vielen verschiedenen Bereichen weiter. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du diese Bücher auch konkret zu lesen hast und dann auch noch, welchen Fehler du beim Lesen unbedingt umgehen solltest, bleib jetzt dran. Denn jetzt kommen wir zum Milliardär Nummer 2, Bill Gates. Bill Gates sagt in einem Interview, dass er 3 Regeln hat, wenn er ein Buch liest. Die Regel Nummer 1 ist, dass er es auf jeden Fall zu Ende liest. Nehmen wir mal an, du kaufst ein Buch über Raketenwissenschaft und du stellst fest, das ist voll nicht dein Topic, dann liest es trotzdem zu Ende. Du hast es dir gekauft und das Wissen kann er trotzdem auch anderweitig nutzen. Wie zum Beispiel bei Elon Musk, dass er sich zu vielen verschiedenen Themen weitergebildet hat. Gates Regel Nummer 2 ist, dass er sich am Rand immer Notizen macht. Du kannst ja nicht alles merken, was du liest. Deswegen schreib es auf, auch wirklich mit der Hand, mit deinem Stift, am Buchrand oder auf den Notizzettel. Denn so kannst du dir es wirklich am besten merken. Und wenn du das Buch hinterher nochmal liest, vielleicht ein zweites Mal, dann siehst du, welche Notizen du dir vorher gemacht hast. Denn ich wette, wenn du es zum zweiten Mal liest, wirst du noch andere Sachen feststellen, die du noch daneben schreiben kannst. Und die 3. Regel von Bill Gates ist, nimm dir 1 Stunde wirklich Zeit. Das muss nicht täglich sein, aber wirklich vielleicht 2-3 Mal die Woche, dass du dich wirklich mit der Materie auseinandersetzen kannst, dass du dich vertiefen kannst. Mache daraus Lernsessions, sehe es nicht als Pflicht, weil jetzt muss ich mich 1 Stunde da hinsetzen und diesen Mist hier lesen, sondern sehe es als Chance zu wachsen. Vertiefe dich in das Thema, mache Notizen und lese das Buch vor allem zu Ende. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der aus Zeitverschwenden Zeit investieren macht. Die LVA-Methode. Viele lesen Fachbücher einfach von vorne bis hinten. Sie lesen etwas, verstehen es, und dann lesen sie das nächste und verstehen das im Optimalfall. Und dann geht es immer so weiter und irgendwann haben sie das Buch durch und packen es in den Schrank. So habe ich es zugegebenermaßen auch gemacht und es hat mir exakt nichts genützt. Ich saß da, habe mich gut unterhalten gefühlt, habe mich schlau gefühlt, aber vielmehr auch nicht. Denn das ist einfach nur LV, lesen und verstehen. Die Methode, die mir hilft, das maximal aus Büchern rauszuholen, ist lesen, verstehen und anwenden. Und nicht irgendwann anwenden, sondern direkt. Beispielsweise habe ich das Buch Die 7 Wege der Effektivität gelesen. Ich weiß, ich rede sehr häufig davon, aber es ist mal eins meiner Favorite Books, die ihr auch in der Videobeschreibung unten findet. Und in diesem Buch wurde ein Konzept der Wochenplanung vorgestellt. Wie der Autor seine Woche optimal plant, um nicht in Stress zu geraten und alles zu erledigen, was er sich vornimmt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine andere Routine, eine andere Planung, doch ich dachte mir, komm, du machst es jetzt direkt für deine nächste Woche und guckst, ob es funktioniert. Und ich konnte was mitnehmen. Viele lesen diese Fachbücher wie ein Roman. Sie fangen an, lesen es zu Ende und stellen es weg. Doch es ist kein Roman. Erst wenn du es anwendest, und zwar direkt nachdem du es gelesen hast und erst weiterliest, nachdem du es angewendet hast, dann bringen diese Bücher was. Es klingt vielleicht nicht nach einem großen Fehler, doch er hat mich mehrere Monate und Jahre gekostet. Deswegen bitte ich dich, wende es an. Also wenn du dich mit einem neuen Thema beschäftigst, hol dir erst allgemeines Wissen, dann Fachwissen, bilde dich in vielen Bereichen weiter. Wenn du ein Buch kaufst, lese es zu Ende, studiere es wirklich, nehme dir 1 Stunde Zeit, mache dir Notizen am Rand. Wenn du etwas liest, was man anwenden kann, dann wende es. Und wenn es mal Passagen in deinem Buch gibt, die du nicht direkt anwenden kannst, dann schreib dir sie in eine Notiz, wo du auch aus allen anderen Büchern die Dinge reinschreibst, die du noch nicht angewandt hast. Und guck da alle paar Wochen oder Monate mal rein, dass du es vielleicht dann anwenden kannst.
Abonniere jetzt gerne den Kanal, wenn du auch abseits der Bücher weiter wachsen möchtest. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao.